Ein neues Video, meine Lieben, von mir zum Thema Germany's Next Topmodel oder besser gesagt nach Germany's Next Topmodel. Denn es gibt ein Wiedersehen mit unserer lieben Lieselotte im Rahmen einer eigenen Sendung. Und um was es da genau geht und wo das zu sehen sein wird, das erfahrt ihr jetzt bei mir. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder hier am Start seid. Ja, jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, oh Ramon, was kommst du jetzt mit dem Thema? Das wissen wir doch schon. Ja, aber ich wollte es mal noch ein bisschen ausführlicher machen und auch noch mal so ein bisschen ausführlicher erklären. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was ihr generell dazu zu sagen habt. Und ich freue mich auf euer Feedback. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ne? Wir arbeiten schon wieder auf die nächste Topmodel-Staffel hin. Merkt ihr, ne? 2023 rückt immer näher. Und bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Und diese Zeit werden wir überbrücken mit verschiedenen Formaten, unter anderem mit einer Show, die Lieselotte betrifft. Ja? Und zwar, Lieselotte macht eine Kennenlernen-Show. Das ist die Formulierung, die sie selbst gewählt hat bei Instagram. Umgangssprachlich würden wir jetzt sagen Dating-Show, aber ich glaube, dass es nicht die klassische Dating-Show sein wird, wie wir sie uns vorstellen. Also wenn man das Wort Dating-Show hört, dann denkt man an sowas wie Bachelor, Bachelorette oder keine Ahnung, vielleicht auch dieses, wie hieß das, Claudia's House of Love. Ich glaube, so in diese Richtung würde es definitiv nicht gehen. Aber es wird auf jeden Fall so sein, dass Lieselotte ja verschiedene Männer kennenlernen wird und man einfach mal schaut, wohin die Reise geht. Und ich bin auch ehrlich gesagt sehr gespannt, wie dieses ganze Thema aufgezogen wird. Lieselotte ist seit mehr als 30 Jahren Single und das könnte auf jeden Fall sehr interessant werden, weil sie natürlich durch ihre Art und Weise eine bestimmte Komik mitbringt und es schon alleine deswegen auch einfach, behaupte ich jetzt einfach mal, ohne irgendwas gesehen zu haben, ich weiß gar nicht, ob schon gedreht wurde, dass es, glaube ich, einfach komplett anders sein wird als bisher. Weil wenn man jetzt erstmal so Dating-Show hört, dann denkt man sich so, oh ja, nur schon wieder kennen wir alles schon, ne? Aber ich glaube, alles wird anders und Lieselotte hat dazu auch schon ein kleines Video bei Instagram gepostet und hat quasi dazu aufgerufen, so nach dem Motto, Männer, ihr wollt mich kennenlernen, dann bewerbt euch. Also jetzt will ich erstmal was klarstellen. Mein Herz gehört meinem Sohn und meinem Vati. Aber seitdem ich bei GNTM war, ist vorbei mit meiner Ruhe. Und zwar nur, weil Heidi in alle Welt posaunt hat, ich müsste mir jetzt einen Mann besorgen. So, und nur jetzt haben wir einen Salat. Sat.1 macht ernst und startet eine Kennenlernshow mit Lieselotte. Was soll das denn werden? Ich bin 35 Jahre Single. Ich verstehe die Männer eh schon lange nicht mehr. Mädels, falls ihr einen gut aussehenden, humorvollen und sportlichen Mann kennt, schickt mir den mal rüber. Die Herren sollen mal zeigen, was sie so drauf haben. Und keine Angst, ist nur eine Fernsehshow. Ich nehme zur Verstärkung mein Klavier mit. Und meine Herren, es gibt jetzt einen Link für die Bewerbung. Ich freue mich. Das Ganze wird vermutlich, behaupte ich jetzt einfach mal, kann auch sein, dass es später kommt, vermutlich Ende des Jahres bei Sat.1 zu sehen geben. Denn ich habe einige Artikel gelesen. Es gibt so ein, das ist wie ein neues Magazin bei Sat.1. Das soll wohl 3 Stunden gehen. Am Nachmittag wird unter anderem von Jasmin Wagner moderiert. Wenn ich das richtig verstanden habe, Jasmin Wagner ist nicht meine Schwester, sondern Blümchen. Kennt ihr noch Blümchen? War ich früher ganz großer Fan von, ja. Sie wird das unter anderem moderieren. Und in diesem Format, ich stelle mir das jetzt einfach mal so vor wie Punkt 12. Nur halt am Nachmittag, wobei Punkt 12 geht, glaube ich, auch von 12 bis 3, ne? Egal. So ungefähr in dieser Richtung und da wird es halt so verschiedene Themengebiete geben, die auch vermutlich einen größeren Rahmen einnehmen werden. Denn ihr alle habt sicherlich auch mitbekommen, dass Brit, die Talkshow, zurückkommt. Und wenn ich das auch richtig verstanden habe, wird diese Brit-Talkshow ein Element in dieser Nachmittagsrubrik sein. Die Frage ist dann, geht das jetzt eine halbe Stunde, geht es eine Stunde wahrscheinlich nicht, weil dann ist ja schon wieder ein eigenes Format und dann würde das ja eigentlich das Konzept dieser Nachmittagsreihe aushebeln. Aber, so wie ich das verstanden habe, wird die Sendung von Lieselotte im Rahmen dieses neuen Formats stattfinden. Deswegen stelle ich mir jetzt einfach mal so vor, 20 Minuten, 25 Minuten pro Folge. Keine Ahnung, wie viele Folgen es geben wird. Ne? Ich meine, bei so einer Kennenlernshow oder Dating-Show muss natürlich auch mal viel reingeben, damit sich diese Handlung, sage ich mal, auch irgendwie trägt. Deswegen behaupte ich jetzt einfach mal,
keine Ahnung, machen wir mal eine Wochenserie. 5 Folgen je 25 Minuten und im Rahmen dieser Sendung, die dann im Rahmen der anderen Sendung gezeigt wird, sehen wir, wie Lieselotte verschiedene Männer kennenlernt. Und ob am Ende die große Liebe bei rumkommt, das können wir jetzt noch nicht erahnen, aber ich wünsche es ihr und vielleicht auch uns, dass dadurch vielleicht irgendwas entsteht, was vielleicht irgendwie eine tolle Freundschaft ist. Ne? Das ist ja auch schon mal irgendwie was, was sich lohnt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich weiß, dass viele von euch da sicherlich auch kritisch sind und sagen so, muss das sein? Nö, muss es nicht. Aber wenn sie Spaß dran hat, dann so why not? Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen, wenn es soweit ist. Und ich hoffe und gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es wahrscheinlich noch Ende des Jahres zu sehen sein wird. Wahrscheinlich genauso wie diese Brit-Talkshow. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man dieses neue Format startet. Und ich glaube, das soll im Oktober sein. Ich habe vergessen, wie es heißt. Soll im Oktober sein. Und ich glaube, dass man dann auch relativ zeitnah mit diesen großen, mit diesen großen Namen in Anführungsstrichen auch in diese Richtung startet, weil ansonsten verpufft das Ganze. Ne? Dann hat man da irgendwie ein neues Format am Nachmittag, was irgendwie 3 Stunden geht und keiner hat es irgendwie mitbekommen. Denn ich kann mir jetzt auch ehrlich gesagt vorstellen, so ich rede jetzt gerade darüber und erkläre euch, was da so am Nachmittag geplant ist. Aber es gibt jetzt bestimmt viele von euch, die irgendwie sagen so, ja, also ich habe gehört, dass diese Leute eine Kennenlernshow macht und ich habe irgendwie auch gehört, dass Brit ein Comeback feiert. Hatte ich auch bei Instagram gepostet. Aber von dieser eigentlichen Sendung, die den ganzen Nachmittag füllen soll, habe ich noch nichts mitbekommen. Insofern ist es wichtig, dass man diese Formate dann gleich an den Anfang mit an den Start bringt, weil sonst werden wir eine große Quotenkatastrophe erleben. Und ich glaube, dass sich das niemand wünscht, wenn man relativ viel Geld in die Hand nimmt, dafür diese ganze Show auf die Beine zu stellen. Und Sat.1 ist ja generell jetzt eh nicht so doll aufgestellt. Ne? Guckt ihr Sat.1? Ich bin ganz ehrlich, lass mich mal kurz überlegen. Guck ich Sat.1? Nö. Nö. Ich glaube, es läuft nichts dort, wo ich jetzt mal sagen würde, was mich in irgendeiner Art und Weise groß interessiert, dass ich einschalte. Aber das könnte sich ja auf jeden Fall bald ändern, denn wenn diese Lotte auf Sendung geht, dann werde ich auf jeden Fall mal einschalten. Jetzt könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch generell von dieser Sendung wünscht, wie ihr euch das vorstellt, was ihr glaubt, wie viele Folgen es geben wird, was ihr glaubt, wie dieses ganze Thema vielleicht ausgehen wird, weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es dann darauf hinausläuft, dass man am Ende sagt, so, oh, ich habe mich jetzt für jemanden entschieden oder ob es einfach nur, keine Ahnung, ein lockeres Kennenlernen ist, so ein bisschen wie Speed-Dating und dann sagt man am Ende so, ah ja, den fand ich ganz cool, den möchte ich jetzt privat öfter treffen und dann ist die Sendung vorbei und dann sehen wir, was bei rumkommt, so vielleicht, ne? Weil ich glaube jetzt nicht, dass es so diesem klassischen Dating-Show-Konzept entspricht, wo man sagt, ich sag jetzt mal 10 Männer und einer ist der Gewinner. Kann ich mir nicht vorstellen, aber ich weiß es auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn, würde ich es euch sagen, aber auch nur dann, wenn ich dürfte. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Schreibt mir doch mal gerne euren Input in die Kommentare und schreibt mir auch gerne mal, ob ihr euch mindestens genauso auch auf Brit freut wie ich. Ich hoffe, dass es wirklich so wird wie in alten Talkshow-Zeiten. Könnte auf jeden Fall sehr interessant werden und ihr merkt, wenn die kalte Jahreszeit näher kommt, sind unsere Tage sozusagen gerettet. An Content soll es auf diesem Kanal nicht mangeln. Auch wenn es vielleicht aktuell der Fall ist. Aber ich genieße momentan auch ein bisschen die Ruhe. Und deswegen beende ich das Video jetzt auch wieder an dieser Stelle. Freue mich mega auf euer Feedback. Schreibt mir in die Kommentare. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.